Ich hatte vor etwa 2 Jahren eine ziemliche Krise. Ich war überhaupt nicht mehr alltagsfähig und hat mich innerlich und nach außen hin komplett zurückgezogen. Ich konnte einfach nicht mehr. Es war eine insgesamt sehr harte Zeit für mich und ich wusste auch nicht, wie es weitergehen sollte. So gesehen war es dann eine richtig tolle Sache, als ich dann mit dem mobilen Coaching bei GSM angefangen habe. In Herford arbeiten wir auf Grundlage der Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine mit dem Jobcenter Herford zusammen. Wir bieten hier 3 verschiedene Projekte, Maßnahmen an, die aufeinander aufbauen. Genannt wird das Förderkette. Anfangen tut es mit dem mobilen Coaching, das heißt, wir holen auch die Teilnehmer von zu Hause ab. Es kann auch sein, dass wir uns irgendwo im Park treffen, Walk and Talk machen. Es kann aber auch sein, dass wir uns an anderen neutralen Orten treffen oder dass die Teilnehmenden, wenn sie es wünschen, auch zu uns ins Büro kommen. Das mobile Coaching behandelt persönliche Hemmnisse der Teilnehmenden. Diese können zum Beispiel sein wirtschaftliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, Mobilitätsschwierigkeiten, allgemein Sachen, die die Menschen daran hindern, überhaupt an Arbeit zu denken. Ich bin Nikolai und arbeite hier in Herford im mobilen Coaching. Das heißt, ich fahre zu den Teilnehmern und suche sie in den Situationen auf, wo sie Unterstützung brauchen. Viele schaffen es gar nicht, hierher zu kommen. Ich arbeite seit 1,5 Jahren für die Firma GSM und liebe diese Arbeit, weil es mir ermöglicht, Menschen auf ihrer Heldenreise aus ziemlich festgefahrenen Situationen zu begleiten, hin wieder zur Handlungsfähigkeit. Und was ich von vielen Teilnehmern höre, ist, dass ihnen das erste Mal jemand tatsächlich zuhört. Und da danke ich für den Freiraum, den ich hier in der Arbeit habe, auch genau das mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu tun, was gerade gebraucht wird. Darauf aufbauend das individuelle Einzelcoaching, wo es schon um Arbeitsmarkt integrative Inhalte geht. Das heißt Bewerbung, die Recherche nach freien Arbeitsstellen, die Vorstellungsgespräche, die kommen können, arbeitsvertragliche Sachen, die dann vielleicht anstehen. Mein Name ist Jürgen. Ich bin Coach bei GSM und fürs Jobcenter machen wir Coaching auf Augenhöhe mit unseren Teilnehmern und versuchen da wirklich unser Motto gemeinsam selber machen umzusetzen und schaffen es auch in unserer täglichen Arbeit, die Wünsche unserer Teilnehmer zu ergründen. Vielfach erlebe ich es, dass einfach wirklich noch nicht der richtige Beruf gefunden wurde und dann die dementsprechenden Strategien zu entwickeln, um an den Wunschberuf zu kommen. Ja, das Mosaiksteinchen, das begeistert mich. Das dritte Projekt darauf aufbauend ist die stabilisierende Nachbetreuung. Im Idealfall haben die Teilnehmenden eine Arbeitsstelle gefunden und sie werden, weil sie ja sehr lange aus dem Arbeitsleben in der Regel draußen sind, noch ein halbes Jahr von uns betreut. Zum Ende ist der Teilnehmende, die Teilnehmende im Arbeitsmarkt integriert und damit auch vom Jobcenter nicht mehr abhängig. Aktuell habe ich eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei mir in der Betreuung. Das ist nochmal eine ganz neue Art des Arbeitens im Jobcoaching-Bereich. Schärft auch die interkulturellen Kompetenzen für uns als Coach und man lernt selbst noch sehr viel dazu. Wir sind hier bei der GSM ein tolles Team. Das Arbeiten macht sehr viel Spaß und es ist sehr abwechslungsreich.